geliebte Kinder des Lichts. Ich bin Erzengel Metatron und im Namen der geistigen Welt möchte ich euch heute die Botschaft zum Monat Januar übermitteln und euch gleichzeitig einen wunderbaren Start in das neue Jahr wünschen. Für uns aus der geistigen Welt beginnt die neue Energie, die Energie des neuen Jahres, bereits mit dem Beginn der Rauhnächte am 21. Dezember mit dem Lichterfest. Gerade diese Tage von Ende Dezember bis Anfang Januar sind besondere Tage, Tage des Rückzuges, und wir hoffen, dass ihr diese Tage genauso genießen konntet. Nun aber hat das Jahr gestartet und mit ihm alle Herausforderungen und Freuden des Alltags. Viele von euch mögen bemerkt haben, dass die letzten 10 Tage anstrengend und für viele etwas traurig und mutlos waren. Das war die Energie, die den Anfang dieses Monats ausgemacht hat. Denn mit dem Jahr 2015 beginnt ein Jahr der Veränderungen, ein Jahr, in dem sich vieles wandeln wird, in dem immer deutlicher sichtbar wird, dass die Erde und ihr Erdbewohner an einer Kreuzung steht und euch nun endgültig entscheiden müsst, welchen Weg ihr nehmen möchtet. Aus geistiger Sicht habt ihr euch schon lange entschieden. Ihr habt euch bereits vor vielen Jahren für das Licht entschieden und gegen die Dunkelheit. Und trotzdem dauert es mit der Manifestation noch an. Denn noch immer braucht es einige weitere Seelen, die aufwachen müssen, damit die Waagschale ganz einfach und harmonisch ins Licht kippen kann. Doch zweifelt nicht daran, denn diese Seelen sind jetzt bereits im Aufwachprozess. Sie stellen jetzt bereits fest, dass ihr Denken sich verändert, ihr Fühlen und ihr Handeln, dass sie sich plötzlich ganz neuen Gedankengängen stellen, dass sie plötzlich Mitgefühl empfinden, wo sie vorher vielleicht nur Egoismus gespürt haben. Schon jetzt im Januar werden einige dieser Seelen endgültig aufgeweckt werden, ihren Weckruf hören und gemeinsam mit euch Lichtarbeitern diesen Weg zu beschreiten beginnen. Und wann immer ihr solche Seelen in eurem Umfeld habt, nehmt sie an der Hand, zeigt ihnen das Licht, zeigt ihnen den Weg, begleitet sie auf ihrer Entdeckungsreise in die Spiritualität, unterstützt sie dabei. Denn je eher und je schneller sie vollständig aufwachen, desto eher und schneller kann sich diese Erde ohne Hindernisse und ohne Herausforderungen ihrem Aufstiegsprozess hingeben. Ihr wisst, es ist jeder einzelne von euch, der die Aufgabe hat, zu leuchten und strahlen, und der die Aufgabe hat, jede Seele, die ihn um Hilfe bittet, an der Hand zu nehmen und ihm eben auch zu helfen. Die traurigen Tage im Januar sind nun vorbei. Und es folgen Tage, in denen ihr spüren könnt, dass ihr in Aufbruchstimmung kommt. Tage voller Enthusiasmus und Motivation. Nehmt diese Tage an. Nehmt diesen Enthusiasmus an der Hand. Oder besser, lasst euch davon an der Hand nehmen. Und erledigt die Dinge,
die Ende ja liegen geblieben sind. Dafür ist jetzt die Energie da. Es ist eine aufrüttelnde, energievolle Zeit, die ihr jetzt im Januar vor euch habt. Und ihr werdet merken, wie eure geistigen Fähigkeiten plötzlich stärker und größer werden und wie ihr in der Lage seid, viel mehr zu erreichen. Denn genau das bringt das neue Jahr. Es bringt ein Jahr der Veränderungen, ein Jahr, in dem ihr eure geistigen Kräfte voll wahrnehmen könnt und vor allem voll ausschöpfen. Ihr werdet merken, wie ihr mit der Kraft der Gedanken und der Liebe unglaublich viel Veränderung in euer Leben bringen könnt, indem ihr auf Liebe, auf Mitgefühl, auf Harmonie und Frieden eingestellt seid und genau diese in euer Leben hineinbringt, mit der Kraft, der Achtsamkeit und der Fokussierung. Wir aus der geistigen Welt können das Licht bereits strahlen sehen über der Erde. Wir können den Sonnenaufgang erkennen. Und wir sind jederzeit und gerne an eurer Seite und unterstützen und begleiten euch dabei. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Mein Name ist Erzengel Metatron.